Moin auch! Am 9. November ist die Blu-ray zu Cult of Chucky, dem siebten Teil der Reihe um die Mörderpuppe, auf dem deutschen DVD-Markt erschienen. Wie der Film abgeschnitten hat und was das Bonusmaterial zu bieten hat, das erfahrt ihr jetzt. Cult of Chucky ist eine direkte Fortsetzung zu Curse of Chucky und spielt circa 4 Jahre später, nachdem Hauptdarstellerin bzw. Hauptcharakter Nika in einer Irrenanstalt verbracht hat und davon überzeugt wurde, dass die Ereignisse, die in Curse of Chucky geschehen sind, nur Hirngespinste sind und sie selber ihre ganze Familie ermordet hat. Als ihr Psychotherapeut jedoch damit beginnt, eine Good Guy-Puppe zu Therapiezwecken zu benutzen, wird ganz schnell klar, dass sich es hier nicht um Hirngespinste von Nika handelte, sondern Chucky doch wirklich sehr real ist. Zum Film an sich lässt sich sagen, ich finde, es ist eine gelungene, sehr gelungene Weiterführung des Franchises sogar, muss ich sagen. Der Film ist nicht ganz unberechtigt ab 18, auch wenn die Kills so, die heftigeren Kills so ein bisschen auf sich warten lassen, so Richtung zweite Hälfte, letztes Drittel geht das schon richtig ordentlich zur Sache und ich muss sagen, die FSK 18, wie gesagt, ist ziemlich berechtigt in diesem Film. In der Eröffnungsszene des Films sehen wir einen alten bekannten Charakter wieder, nämlich Andy Barclay, der in den ersten drei Filmen ja der von Chucky heimgesuchte Junge ist. Und hier in diesem Film sehen wir ihn als erwachsenen Menschen, der mit seiner Vergangenheit klarkommen muss. Auch von außen her hat er da einige Probleme dank des Internets. Die Anfangssequenz zwischen Andy und Chucky verwirrt zunächst ein bisschen, besonders im Hinblick auf die Story mit Nika. Aber jedoch zum Schluss, da führt das, kommt eins auf dem anderen, man versteht immer mehr, wie die Zusammenhänge da sind. Und das Ganze ergibt Sinn und ich finde, da hat man sich wirklich was Gutes ausgedacht, was Überraschendes, wo man nicht unbedingt direkt mit rechnet. Der Schluss des Films lässt natürlich einige Türen für eine potenzielle Fortsetzung für einen achten Teil, der auch hoffentlich kommen wird, offen. Und empfohlen soll ich, guckt den Film wirklich bis zum ganz Schluss, denn es gibt eine Post-Credit-Scene, die ja doch einen weiteren bekannten Charakter aus dem Franchise zurückholt. Ich will nicht so weit vorwegnehmen. Jedoch drängt sich hier wirklich ein achter Teil sowas von auf. Also wenn der jetzt auch nicht kommt, dann verstehe ich es wirklich nicht. Und der Film hat es auf jeden Fall verdient, fortgesetzt zu werden, da diese Heimkino-Auswertung bzw. dieser erneute Chucky-Film hier wirklich mehr als gelungen ist. Ja, und damit komme ich auch schon zum Fazit für heute. Cult of Chucky bekommt von mir ganze satte 8,5 von 10 möglichen Punkten für einige Überraschungen, die ich so nicht erwartet hätte. Und ich hatte wirklich meinen Spaß mit diesem Film. Lässt auch den schrecklichen fünften Teil Chucky's Baby wirklich nahezu vergessen. Die Reihe hat wirklich wieder Aufschwung bekommen. Es geht wieder bergauf und es wäre eine Schande, wenn jetzt nicht hier an dieser Stelle wieder weiter angesetzt wird und das Ding nicht fortgesetzt würde. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Einschalten. Ich bin dann mal raus. Sag Winke, Winke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.